Wir nutzen die Gelegenheit, das Bundesligaspiel VfC Wiesbaden gegen Dresdner SC. Es läuft noch im Hintergrund, aber wir haben drei charmante Damen, die bekannt geworden sind in ihrer Sportart, in der Leichtathletik. Und einen Mann, der das Talent ganz besonders fördert. Und mit dem fangen wir an, Dieter Klintwort. Sie sind seit 2003 Hauptsponsor des VfC Wiesbaden, aber Sie fördern auch viele andere Talente des Sports. Was ist Ihre Motivation? Mir macht es einfach Spaß, junge Leute zu fördern, die dann auch Vorbild für die kleinere Jugend sind. Ich glaube, ein Land ohne Leistungssport ist kein vernünftiges Land. Wir brauchen den Sport, wir brauchen Vorbilder. Wir müssen sehen, dass wir in der Welt weiterhin mit an der Spitze kämpfen. Kommen wir zur Weltrekordhalterin im Hammerwerfen. Betty Heidler ist bei uns. Schön, dass Sie da sind. Sie haben sich im November wieder zurück nach Berlin orientiert. Wie kam das zu diesem Schritt? Rein private Gründe. Also hat gar nichts mit dem Sport zu tun. Sie bleiben der Rhein-Main-Region auch weiterhin erhalten, starten nach wie vor für Eintracht Frankfurt, richtig? Genau, sportlich bleibt alles am Alten. Sie sind frisch am Knie operiert, nichtsdestoweniger liest man im Internet schon wieder, der 80-Meter-Wurf soll her. Wie geht's denn Ihrem Knie und stehen Sie schon wieder voll im Training? Also ich sag mal, zu 90% kann ich wieder voll belasten und bin nach wie vor jeden Tag am Training. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man der einen Sache ein bisschen Zeit geben kann, um sich auf anderes zu konzentrieren. So ist es momentan. Und das Training macht Spaß, ist trotzdem anstrengend und die 80 Meter sind und bleiben mein Ziel. Dann gehen wir mal eine Station weiter. Ariane Friedrich, EM und WM Bronzemedaille, Goldhallen EM 2009 im Hochsprung. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, Sie bleiben aus vollem Herzen Hochspringerin. Fiel Ihnen das dieses Jahr ein bisschen schwer? Also ich bin wirklich mit vollem Herzen Hochspringerin. Und mir fiel es nicht schwer, Hochspringerin zu sein, sondern eher meinen Sport auszuüben. Denn im dritten Wettkampf habe ich mich leider verletzt und damit war die Saison dann gegessen. Aber heute wäre ich wirklich gerne Volleyballerin, weil die Stimmung und das ganze Publikum ist grandios und wir sehen heute wirklich ein Spitzenspiel im deutschen Sport und es macht mich sehr stolz, hier zu sein. Sie haben ein besonderes Patenkind namens Taru, ein Sumatra-Tiger. Sie haben gesagt, Tiger sind so ein bisschen ja, die Schutzpatrone für Sie. Wie kam es denn zu dieser besonderen Patenschaft? Also zu der Patenschaft da bin ich gekommen 2011, ja. Da wurde ein Zwillingspärchen im Frankfurter Zoo geboren und dann konnte man sich für die Patenschaft mehr oder weniger bewerben und mein Trainer hat das so hinter meinem Rücken geregelt und es war eine ganz große Überraschung und ja, es ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart und wir haben ein bisschen gehofft, dass wir so ein bisschen auf das Schicksal der Tiger aufmerksam machen können und mittlerweile ist Taru in Polen und lebt da ziemlich gut. Dann gehen wir noch eine Station weiter zu Gesa Krause. Bei der WM in Moskau den 9. Platz erreicht, dann gab es Gold bei der U23-EM. Und trotzdem haben Sie mal im Interview Anfang November gesagt, so ganz zufrieden sind Sie mit der Saison nicht. Warum denn eigentlich? Also mit den Erfolgen bin ich schon zufrieden. Das hätte eigentlich besser laufen können dieses Jahr. Ja, ich kann aber schneller laufen und das würde ich halt auch gern zeigen. Und dementsprechend war es kein perfektes Jahr, auch mit meinem Studienbeginn letztes Jahr war es ein bisschen schwierig, da musste ich mich auch erstmal zurechtfinden und ich habe viele Erfahrungen gesammelt und deswegen war das Jahr nicht super toll, aber mit den Erfolgen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Sie haben gerade Ihre Grundausbildung bei der Bundeswehr absolviert. Wie lässt sich das denn mit Spitzensport eigentlich vereinbaren? Also die Grundausbildung gar nicht. Ich musste leider 6,5 Wochen aus dem Training aussteigen. Ich habe immer versucht, mich ein bisschen fit zu halten und war am Wochenende ein bisschen laufen. Fit geblieben bin ich dort auf jeden Fall, weil ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Aber in den 6 Wochen konnte ich nicht trainieren. Und jetzt im Nachhinein stehen mir aber alle Türen offen. Also ich habe keinerlei Verpflichtungen, dass ich irgendwo anwesend sein muss. Das heißt, ich kann mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren und kann auch mein Studium dann weiterführen. Und natürlich alles so legen, dass es für den Sport super passt. Und das ist natürlich schon eine unheimlich gute Unterstützung.
Prima, wir wollen Sie auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie heute bei uns sind beim VC Wiesbaden. Danke, Herr Klintwort, ganz, ganz herzlich, dass Sie das möglich machen. Spitzensportlerinnen auch zu uns zum VC Wiesbaden einladen. Und wir wünschen allen Zuschauern von VCWTV weiterhin viel Vergnügen mit unserem Programm.